Willkommen zurück zu Gothic, auf dem Weg in die Höhle mit den Untoten, in der Hoffnung, den Fokus zu finden. Ah, Skelette. Schon. Milton, halt mir mal den Rücken frei. Wow, 1500 Erfahrung. Ja, Milton, zauber mal die Skelette bitte weg. Hä? Das bleibt geschehen? Okay. Oh, verdammt. Milton, mach du das. Ah, verdammt. Boah, die teilen ja auch... Die können nicht nur gut einstecken, die können auch gut austeilen. Ziemlich gut sogar. Na komm. Wenigstens eins habe ich selber gemacht. Ich sollte mir einen Heiltrank reinziehen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich hoffe mal, Milton kommt da gerade kurz alleine zurecht. Wie viel halb jetzt fehlen mir ziemlich genau, exakt sogar 200 Lebenspunkte. Die ziehe ich mir diesmal aber in Form von Heiltränken rein. 1, 2, 3, Blödsinn. 150 natürlich nur, nicht 200. Wie kam ich auf 200? Ein Skelett weniger. Milton ist noch ganz. Sehr gut. Ich schätze mal, der ist unverwundbar. Hey. Ah, es ist so eng hier. Nein, nicht auf Milton, nicht auf Milton. Hoffentlich ist er jetzt nicht sauer auf mich oder so. Yeah. Ah, was, da ist noch einer. Jetzt. Nein, ich will nicht die verwitterte Axt hauen. Ich würde gerne so ein Skelett mal durchsuchen. Haben wir irgendwas dabei? Nö, ne? Nur diese komischen Äxte. Die kaputten. Na gut. Wir haben es geschafft. Weiter geht's. Wie weiter geht's? Wir sind doch da. Hatte der Wächter vielleicht irgendwas dabei? Ja, einen Schlüssel und einen orkischen Talisman. Sehr gut. Du hast den Talisman. Ja, hier, nimm. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Ja. Und vielleicht komme ich ja dann... Wir sehen uns. Auch endlich mal in die Burg rein. Wobei, ich habe ja jetzt auch das Botenamulett von den Magiern. Rechts, nein. Links, rechts, nein. Links, 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 nein. Links, links, rechts. Naja, war ja nur dreistellig. Mana, Mana, boah, 500 Erz. Nicht übel. Und die beiden Niedriche, die ich abgebrochen habe, gerade wieder zurück. Das ist dann wohl die Truhe, für die der Schlüssel ist. Nochmal 500 Erz. Wow, Pfeile. Und der Fokus. Unter dem Stonehenge. So, was kann ich denn jetzt eigentlich hier machen? Mit diesem Ding hier nix, ne? Nö. Ich könnte mich jetzt zurückteleportieren zu den Magiern. Aber ich würde mich gerne noch hier außen ein bisschen umschauen. Weil ich hier ja noch nie war und keine Ahnung, was es hier so alles gibt. Und eigentlich hätte ich auch Milton hinterherlaufen sollen, oder? Um zu sehen, welche Richtung er in... Ach, da drüben ist das alte Lager. Der da sieht aber nach einem dicken Gegner aus. Ich hab gerade heute sehr viele Probleme mit der Aufnahme. Und ich glaube festgestellt zu haben, dass es daran liegt, dass ich diese Ork-Waffe besitze, weil sich das Spiel irgendwie jedes Mal beschwert, dass es irgendeinen Ork-Sound nicht abspielen kann. Und als ich testweise mal die Waffe abgelegt habe und dann gespeichert habe, hat er den Spielstand anstandslos einfach geladen. Deswegen habe ich die jetzt gerade kurz abge... Oh, wie süß. Der kann ja nix. Oh, gute Gegner. Fellzähne und Fleisch. Der da drüben ist ein Schattenläufer. Die kam jetzt bisher noch nicht vor, aber ich habe von meinen letzten Gothic-Spielen vor vielen Jahren immer noch großen Respekt vor diesen Teilen. Die sind nämlich ziemlich gefährlich und man kann die erst ziemlich spät im Spiel wirklich besiegen. Deswegen zeige ich ihn euch jetzt, aber ich werde ihn in Ruhe lassen.
so lebensmüde bin ich dann doch nicht. Ah, Moment, da wächst doch noch irgendwas. Steinwurzel. Ich müsste echt mal Tränke brauen lernen, wobei ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht in Gothic 1. Geht es überhaupt in Gothic 1? Weiß ich gar nicht. Im 2er geht es auf jeden Fall. 1er weiß ich es gerade nicht. Na, aber siehst du? Das sieht doch nach irgendwas Wertvollem aus. Ist das ein Dungeon? Was haben wir denn hier? Okay, keine Gegner. Das ist schon mal positiv. Okay, ein bisschen Ausrüstung. Kaum eine Rede wert. Aber die Atmosphäre hier ist so großartig. Ne, die Geschichte, Blödsinn, die Geschichte, die Grafik mag nicht so gut sein. Aber so die... Also das, wie das bisschen Grafik, was man hier hat, eingesetzt wird, in Kombination mit der Musik. Ich finde das großartig. Es gibt schon Spiele nach Gothic, die das auch so hingekriegt haben. Aber ich glaube, Gothic war das erste Spiel, das diese Atmosphäre hier so wirklich so gut erzeugt hat. Und nicht zuletzt deswegen ist es ja auch so ein Klassiker geworden und immer noch heute. So, jetzt sollte ich aber bitte eine Rolle von dir kriegen. Sei gegrüßt. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Ja, sag ich doch. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Also ich krieg die Rolle nur dann, wenn ich auch einen Fokus abliefere. Und dann will ich doch gleich mal hier noch einen Blick drauf werfen. Genau, als nächstes würde ich den Fokus ganz unten mir holen. Und dafür würde ich mich gerne zum Sumpflager teleportieren. Das ist da nämlich näher dran. Wobei, nein, stopp, 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 stopp. ich habe gerade mal noch 8 Mana. Was macht der denn da? Das heißt, ich würde mich jetzt gerne erstmal eine Runde aufs Ohr hauen. Ach, wobei, Blödsinn. Muss ich doch gar nicht. Ich habe doch Zeug, das Mana heilt. Nur weil ich bisher immer nur Lebenspunkte geheilt habe. Das ist ja nicht, dass ich Mana nicht heilen kann. So, mal schauen. Mir fehlen 17 Mana. Was kann ich denn hier machen? Mana-Bonus 15, Rabenkraut. 25. Oh, Steinwurzel gibt 25. Interessant. Was halt noch Mana? Ah, Flammendorn ist sozusagen... Ach nee, Blödsinn. Das ist Lebensenergie. Ah, okay, so viel ist es dann doch gar nicht. Ich glaube, ich werde mich an Rabenkraut halten. Davon habe ich nämlich 15. Was, 15? Nee. 22. 15 Punkte halt es. Genau, und der Fokusstein sollte jetzt irgendwo in der Nähe des Orkfriedhofs sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich laufe da einfach mal hoch. Ja, das ist jetzt dann, ja, dann habe ich jetzt effektiv schon 50% der Fokussteine fast. Na, also sobald ich dann den dritten habe, schon über 50%. Das heißt, die Quest ist eigentlich gar nicht mal so groß, ne? Was man, glaube ich, ja, das habt ihr gesehen, sowohl dieses Mal bei den Fokussteinen in der Höhle unten drin, war ja diese komische Plattform mit den Zacken und dem Altar in der Mitte, wo ich noch meinte, was ist das denn, was kann man damit machen? Als auch bei dem ersten Fokus, den ich geholt habe, wo ja dieser Novize war, der dann so durchgedreht ist, da war auch so eine Plattform. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das hier in Gothic 1 schon der Fall ist, aber in Gothic 2
sind diese Plattformen, naja, mit einer gewissen Bedeutung. Man kann sich da nicht hin teleportieren. Ich weiß nicht, ob es im Einser auch so ist, aber das werden wir bestimmt noch bald rausfinden. Ich meine, die Teleportrune, die erste habe ich schon. Fürs neue Lager habe ich eine Teleportrolle. Da kriege ich wahrscheinlich auch noch bald eine Rune, um das immer wieder machen zu können, mich dahin zu teleportieren. Von daher, ja genau, da hoch. So habe ich mir das gedacht. Zwischen der Ork-Friedhof-Höhle und der Schwarzgoblin-Höhle mit dem Almanach geht es nämlich noch weiter hoch. Und ich habe gerade gesehen, man kann mit zwei Händen nicht aus dem vollen Schwung heraus angreifen. Das heißt, ich muss da jedes Mal kurz von der Schlagentaste runtergehen. Und erst, also, und naja, Blödsinn, ich muss kurz von der Pfeil vorwärts runtergehen, so aufhören zu laufen. Sag mal. Da ist doch gerade irgendwo ein Viech. Hä? Ist der im Berg drin oder so? Clipping-Fehler? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder vielleicht unterhalb von mir in der Höhle oder so. Das könnte natürlich auch sein. Keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwo hinten dran. Und hat's nicht durchgeschafft zu mir. Nö, hier ist auch nichts. Da hinten ist auch keiner. Dann habe ich, keine Ahnung. Wow, da geht's runter. Da geht's tief runter. Und leider auch nicht weiter. Ich sollte mal eine Runde speichern, nachdem ich jetzt die ganzen... Ach, hä? Jetzt ist da wieder ein Varan, okay. Dann ist er wohl jetzt gerade neu gespawnt. Dann hat er vermutlich doch einen Clipping-Fehler. Und ist irgendwie in den Berg reingerutscht. Und dadurch, dass ich jetzt weg bin, ist er despawned. Und als ich dann zurückkam, ist er wieder neu erschienen. Diesmal dann ohne Fehler. Okay. Was ich sagen wollte, ich sollte vielleicht mal eine Runde speichern. Zieh dafür die Rüstung, nicht die Rüstung. Die Waffe aus. Und danach wieder an. Das ist so bescheuert. Aber es scheint zu helfen. Oh verdammt, was ist das denn? Ah, so ein Bluthund. Ja, komm halt her. Komm halt her. Hey! Okay, diese Links-Rechts-Kombo ist auch gar nicht mal so übel, ne? Muss ich ja gerade mal so sagen. Ich speichere lieber gleich nochmal. Vielleicht bilde ich mir das Ganze auch nur ein mit der Axt, dass es dann besser oder stabiler läuft. Uah, noch mehr Bluthunde. Nein, 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 nein. Ich will nicht mit dir kämpfen, ich will mich zuerst heilen. Hinter mir? Nein. Gut. Ich brauche 9 und keine Ahnung. 79. Was habe ich denn da? Irgendwie Kleinkram? Ja, genau. Ich habe doch Kleinkram vorhin gesammelt. Dann muss ich jetzt nicht das Fleisch verbraten. Also, verbraten. Es ist ja eh zu über der Hälfte nicht gebraten. Egal. Ich bin hinhergerissen zwischen aufwendig speichern und einfach angreifen. Das da war früher, genau. Ich überschreibe lieber den früheren als den späteren.
Gibt's da oben noch irgendwas? Vielleicht muss ich ja gar nicht kämpfen. Vielleicht kann ich außen rumgehen. Ja, da scheint ein Weg zu sein. Aber führt der auch zum Ziel? Das ist die wichtige Frage. Aha, der Weg wird enger, wie ich sehe. Ich steck mal die Waffe weg. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier überhaupt lang gehen soll. Aber es funktioniert. Hey, es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann haben die Entwickler bestimmt gewollt, dass man das tut. Ja, ja, mhm. Komm halt her, Bluthund. Oh, da hinten ist so ein Tempel oder sowas, ne? Sag mal! Jetzt komm halt her und lass dich hauen. Warum mache ich dem gerade keinen Schaden? Okay. Da hat es gerade die Animation zu hauen. Na, jetzt hau drauf! Oh, wie knapp war das denn bitte gerade? Ich habe keine Ahnung, warum das gerade so schwer lief. Aber es hat geklappt. Komm, jetzt futter ich das halt mal. Ist doch egal. Und das heilt mich auch. Was soll's. Wird schon schief gehen. Ich habe jetzt einfach beschlossen, dass ich in Gothic 1 keine Tränke brauen werde. So. Und deswegen brauche ich dann die ganzen Kräuter auch nicht. Haha. Und vielleicht war der Weg ja doch so gedacht, dass man da außen rumlaufen kann. Weil diese Viecher sind doch ziemlich schwer zu besiegen. Ich muss noch mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Was rechts von mir? Was ist das denn? Das sieht aus, als wäre das ein Weg, der vom alten Lager her führt. Das sieht nach einem... Oh nein, das ist ein Ork oder sowas. Da will ich nicht hin. Nein, nein, nein. Böse. Schnell weg. Ich sagte schnell weg. Das ist doch ein Ork, oder? Ja, das ist ein Ork. Ah, da ist eine Ecke. Oh nein, nein, nein. Ich habe noch einen Bluthund. Was ist denn heute los? Ja, Moment. Da komme ich sicher nicht weg. Über den engen Weg. Lass mich doch in Ruhe. Ah. Wobei interessanterweise ich gerade mit dem Ork trotz stärkerer Rüstung und stärkerer Waffe als früher mehr Probleme hatte als früher. Wie viele Lebenspunkte habe ich noch? Oh, 3. Noch so viele. Nein, das gibt Fallschaden, wenn ich herunterfalle. Nein! Nein! Ach, verdammt. Okay, das war so eine blöde Idee, darüber zu laufen zu dem Ork. So eine blöde Idee. Jetzt hoffe ich mal, dass das Speichern, das Laden klappt. Das Speichern geklappt hat. Ja, Tatsache. Seht ihr? Funktioniert. So. Ich muss darüber. Sagt die Karte. Ah, das. Immer wenn ich lade, nimmt er erstmal einen Zauberspruch statt einer Waffe. Egal, was ich da vorher in der Hand hatte, er nimmt immer einen Zauberspruch. Jetzt hau drauf! Hau den! Nein, das wird nichts mehr. Ach, verdammt, wie komme ich da jetzt rüber? Vielleicht war es doch ein Fehler, da komplett außen rum zu laufen. Ich glaube, ich laufe da einfach nochmal zurück. Genau, ich laufe da einfach zurück. Ganz gemütlich. Wenn man die Shift gedrückt hält, wie in Minecraft, dann fällt man nicht runter. Hey, wie, du kommst jetzt nicht durch? Oh, doch, Glück gehabt. Wow.
Das hätte mich jetzt echt Nerven gekostet. So, hier bin ich richtig. Genau, da will ich hin. Ich glaube, ich will darüber, wenn mich nicht alles täuscht. Mal einen Blick auf die Karte werfen. Genau, ich schaue direkt drauf zu. Ah, verdammt, der kommt her. Ich muss schnell die Waffe nehmen. Und ziehen. Könnte vorteilhaft sein. Irgendwie habe ich es noch nicht ganz raus. Ich weiß auch nicht. Am Anfang lief es super und dann plötzlich, weiß nicht, lief es gar nicht mehr gut. Gerade in dem Kampf. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass es mal gut läuft und mal schlecht. Und vor allem, mal mache ich Schaden, wenn ich treffe und mal nicht. Ob das wirklich daran, ob das wohl daran liegt, dass ich manchmal kritische Treffer mache und nicht. Meistens. Aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil die Chance auf einen kritischen Treffer ist ja gerade mal 5%. Was ist das? Ja, das ist ein Bluthund. Ja, genau. Und wo war jetzt hier bitte gerade das Problem? Das war ja einfach. Also sowas verstehe ich halt nicht. Es ist halt so ein bisschen nicht reproduzierbar, habe ich so das Gefühl. Ein Brückengolem, na danke. Wow! Wie kriege ich den denn klein? Verdammt! Aber eigentlich ist das gerade auch relativ egal, weil die Folgenzeit ist vorbei. Und wie das mit dem Golem klappt, sehen wir nächstes Mal. Tschüss!